Kia ora, Freunde der Sonne. Es ist nicht nur fünfter Tag der Woche, es ist auch der fünfte Monat des Jahres und jetzt kommt das Halving. Was bedeutet denn Bitcoin-Halving? Darüber sprechen wir heute und was hat es möglicherweise für Auswirkungen auf die Zukunft und auf den Kurs? Das schauen wir uns an. Wir stecken mitten in der Corona-Krise gesellschaftlich drin. Der Aktienmarkt ist runtergegangen, jetzt ist er wieder raufgegangen, noch nicht auf das Niveau wie vorher. Bitcoin-Preis ist auch runtergegangen, ist schon wieder nach oben gegangen auf das Niveau von vor der Krise. Das heißt, aktuell kratzen wir an der 10.000 US-Dollar-Marke und wir sind im Tiefpunkt bei 3.800 gewesen. Das heißt, wir haben eine fast Verdreifachung innerhalb von 5, 6 Wochen jetzt gesehen. Kann das jetzt die Vorboten des Halvings sein? Kann es jetzt nach oben gehen? Darauf schauen wir. Als erstes gucken wir erstmal, was bedeutet denn Halving? Also, beim Bitcoin geht es so, dass wir Miner haben, die stellen Rechenleistung dem Netzwerk zur Verfügung und dafür, dass sie diese Rechenleistung zur Verfügung stellen, bekommen sie einen Reward, eine Belohnung. Und das wird in Form von Bitcoins passiert. Das heißt, alle 10 Minuten werden aktuell 12,5 Bitcoins an die Miner ausgeschüttet. Und ab nächster Woche, nachdem das Halving sein wird, das wird jetzt nach aktuellem Stand am Tag zwischen Montag und Dienstag sein, in der Nacht von Montag auf Dienstag. Ab Dienstag werden dann also nur noch 6,25 an die Miner ausgeschüttet. Also, es gibt eine Gesamtgröße. Aktuell sind irgendwie 18,5 Millionen Bitcoin in Umlauf. Am Ende werden es mal irgendwann 21 sein. Die 21 kommen dadurch zustande, dass es immer wieder diese Block Rewards gibt, diese Belohnung für die Miner. Aber diese zusätzlichen Bitcoins, die ins System geführt werden, werden mit der Zeitweise immer weiter reduziert. Ganz am Anfang wurden alle 10 Minuten 50 neue Bitcoins ins System gegeben, nach 4 Jahren nur noch 25, jetzt wie gesagt in den letzten 4 Jahren 12,5 und ab nächster Woche bis dann halt ins Jahr 2024 hinein werden dann nur noch 6,25 und ab 2024 dann 3,125 und so weiter ausgeschüttet. Darum geht es bei der Halbierung. Es geht also nicht darum, dass der aktuelle Bestand verringert wird oder sogar gekürzt wird oder halbiert wird. Nein, nur das, was zusätzlich hinzukommt. Und jetzt sehen wir auch einen ganz krassen Unterschied einfach zu den Fiat-Währungen. Was passiert nämlich jetzt irgendwie in dem Euro-Raum? Was passiert mit dem Dollar? Was passiert mit dem Yuan und mit dem Yen und mit dem Franken? Die inflationieren alle. Also zum Beispiel im Euro-Raum haben wir jetzt halt einfach riesige Hilfspakete gebunden und ja, mehrere 100 Milliarden Euro kommen halt jetzt in den Markt rein und es gibt eigentlich gar keinen, ja, es macht manchmal so den Sinn, dass es gar kein Halten mehr gibt. Es gibt jedenfalls keinen Algorithmus, der festlegt, so und so viel Euro darf nur noch hinzukommen. Es könnte sich theoretisch verdoppeln, es könnte sich theoretisch verzehnfachen, theoretisch verhundertfachen. Das heißt aber auch für jeden einzelnen Euro, dass er weniger wert wird. Und das nennen wir dann halt einfach Inflation oder halt Geldentwertung. Das Ganze ist beim Bitcoin völlig anders. Hier passiert nämlich Folgendes. Wir haben also diesen Bestand von aktuell 18,5 Millionen und dann kommen jeden Tag oder jede paar Minuten halt ein paar dazu. Aber das, was hinzukommt, wird immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Bis dann irgendwann im Jahr 2100, weiß nicht, 24 oder so, auf jeden Fall noch über 100 Jahre to go, nichts mehr hinzukommt. Bis dahin muss sich etwas anderes überlegt werden, möglicherweise über Gebühren, aber wir sind jetzt gerade im 12. Jahr von Bitcoin und es sind noch 100 Jahre zu gehen, bis zu diesem Schritt ist. Da wird noch viel Wasser den Rhein runterfließen. Insofern müssen wir mal gucken, was sich bis dahin entwickelt. Was passiert denn jetzt mit dem Preis nach so einem Halving? Es kann dazu führen, dass so etwas wie eine Angebotsverknappung herrschen wird. Und Angebotsverknappung bei gleicher Nachfrage führt immer dazu, dass der Preis steigt. Wenn wir also mal davon ausgehen, dass die Nachfrage gleich bleibt, aktuell würden also ungefähr 12,5 Bitcoins pro 10 Minuten gebraucht, die gekauft werden, um den aktuellen Kurs zu halten. Wir können uns kurz überlegen, wenn das 10.000 Dollar sind, mal 12,5, sind wir bei 120.000 Dollar alle 10 Minuten. Wenn jetzt demnächst nur noch 6,25 Bitcoins ausgeschüttet werden, mal 10.000 Dollar, bräuchten wir nur noch 60.000 Dollar, die alle 10 Minuten ins System kommen, um den aktuellen Kurs zu halten. Wenn allerdings weiterhin 120.000 Dollar in den Markt strömen alle 10 Minuten, dann würde es dazu führen, dass immer weniger Leute bereit sind, dafür ihre Bitcoins abzugeben. Und das würde dazu führen, dass der Preis steigt. Also, wenn wir vorher 12,5 abgegeben haben, dann werden wir dann nur noch 6,5 abgeben. Das würde ganz einfach bedeuten, eine Verdopplung des Kurses. So einfach ist es definitiv nicht. Was hat sich in den letzten beiden Halvings gezeigt? Erst geht es nochmal ganz kurz runter und dann kommt ein Bullenmarkt. In den nächsten anderthalb Jahren hat sich der Kurs verzehnfacht oder verzwanzigfacht.
Das ist total durch die Decke gegangen. Keine Ahnung, ob das jetzt wieder passiert. Es ist eine Möglichkeit von vielen. Vielleicht passiert auch gar nichts. Wir werden sehen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao.